Hey Leute, servus. Bevor es losgeht, ich wollte mich kurz entschuldigen, dass so wenig Streams sind in der letzten Woche oder in den letzten Wochen. Es ist ziemlich viel los. Ich bin abends ziemlich platt und geht nicht jeden Tag, ne? Aber ich denke, das ist kein Problem. Es ist mir keiner böse und ja, mal gucken, wie es wann, wo, was weitergeht. Ich hab keine Ahnung. Ich hatte jetzt vor, eine In My Head zu machen, die ihr jetzt auch gerade seht. Über die Backlog-Challenge, da habe ich ja auch ein paar Monate lang nicht mehr drüber gesprochen, weil ich ziemlich fucking frustriert war. Also wirklich frustriert war. Ich habe in dem Dokument zur In-My-Head-Challenge habe ich einen neuen Tab hinzugefügt, der Timeline heißt. Ich muss das alles auseinanderklappustern, wie ich das gemacht habe. Für die, die nicht wissen, was die Backlog-Challenge ist, guckt in die In-My-Head-Playlist, da wird es erklärt. Ganz kurz zusammengefasst, wenn ich ein Spiel kaufe, kostet mich das 4 Punkte, wenn ich ein Spiel durchspiele, bekomme ich 2 Punkte. Wenn ich ein Spiel durchspiele und es dauert länger wie 35 Stunden, kriege ich 4 Punkte dafür. Und so ist ein Punktesystem, was mich daran hindern soll, zu viel Games zu kaufen und das zu spielen, was ich habe. Ne? Jo, es ist aber genau was ziemlich Beschissenes passiert. Und zwar hat Telltale gesagt, hey, wir gehen jetzt mal bankrott, ne? Und die Spiele kriegt ihr in Zukunft alle nicht mehr. Mittlerweile kriegt man sie alle wieder, oder die meisten zumindest, weil die Lizenzen aufgekauft wurden und so weiter und so fort. Könnt ihr im Netz nachlesen, ich bin ziemlich angepisst. Auf jeden Fall, ich weiß nicht genau, wie ich es am besten zusammenfassen soll, was jetzt alles passiert ist. Deswegen, ich habe jetzt 2 Wochen lang überlegt, wie mache ich das Video, wie ziehe ich das auf, ich muss die Leute mal updaten und so weiter. Ich mache es einfach spontan, rede über die Games, die ich gespielt habe, ziemlich kurz, sonst dauert das Video eine Stunde oder so, da habe ich auch keinen Bock drauf, will euch ja nicht da durchquälen. Gucken wir mal, also ich habe am, wo fangen wir denn an? Wo fangen wir an? Hier, ich bin bei 0 Punkten gewesen am 5.5.2019, weil ich die Hauptstory von Final Fantasy XIV A Realm Reborn durchgespielt habe. Das war noch vor der letzten In My Head Folge, wo es über Telltale ging, vor ein paar Monaten. Und auch noch durchgespielt hatte ich dann Shadow of the Tomb Raider im Stream, ne? Und dann ging es halt los. Ich habe die Sam & Max Trilogie gekauft. Batman Season 1, Season 2, da war ich bei minus 10 Punkten. Dann kam nach monatelangem Warten endlich Resident Evil Director's Cut im PlayStation Store EU im Angebot raus. Habe ich mitgenommen, steht auch hier in den Kommentaren dabei, Frustkauf. Ich habe gedacht, scheiß drauf, ich hol's jetzt einfach. Weil ich hatte ehrlich gesagt keine Lust, die Telltale-Spiele zu kaufen, habe aber gedacht, wenn ich es jetzt nicht mache, kann ich sie nicht mehr spielen. Das war zum Kotzen, das war ich zum Kotzen. So, dann war ich bei minus 14 Punkten. Dann habe ich mit dem Kyle Resident Evil 5 durchgespielt. Könnt ihr auf seinem Twitch-Kanal sehen, das haben wir gestreamt gehabt. Minus 12 Punkte. Dann habe ich sehr, sehr günstig gekriegt, Back to the Future. Und zwar war das so, dass ich einen Gutschein gekriegt habe für Amazon und habe gedacht, oh geil, das ist quasi ein Geschenk. Ich krieg keine Punkte abgezogen für das Spiel. Ne, es hat noch 20 Cent gekostet. Also, Punkte abgezogen. Ne? Da, ich hatte es zuerst auch nicht aufgeschrieben und dann war es ein bisschen hin und her. Ne, jetzt ist es aufgeschrieben, minus 4 Punkte. Da sind wir bei minus 16. Das war am 3.6. Am 11.6., das war während der E3, habe ich Golf with Your Friends gespielt mit dem Overflow, Senra, Kyle und der Frau Schrapneller. Das war ziemlich cool. Ich glaube, eine Aufnahme dazu gibt es gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ob wir das irgendwo online gestellt haben, aber haben wir auf jeden Fall da gespielt. 17.06. habe ich die Shenmue 3 Collectors Edition vorbestellt. Hat mich keine Punkte gekostet, weil das war ein Pre-Order. Die Punkte habe ich mir am Anfang schon abgezogen. Was dann aber was gekostet hat am selben Tag, ist The Walking Dead The Final Season. Die ist hier noch irgendwo, da steht sie, hier, da ist sie. The Final Season. Ja, die habe ich mir dann noch geholt, bevor du sie nicht mehr kriegst. Das ganze Zeug ist auch schon auf der PlayStation installiert, geupdatet, spielbereit. Ich habe nur aktuell keine Lust gehabt, sie zu spielen. Ich wollte sie nur haben, damit ich sie in Zukunft habe, bevor ich sie nicht mehr spielen kann. Ach Gott, das war zum Kotzen. Und da waren wir bei minus 18 Punkte. In der Zeit habe ich im Stream durchgespielt, Sonic Adventure. Sweet, sweet, ja, so sweet. Das war sehr lustig eigentlich. War echt durchgeknallt.
Und ich habe am 5.7. bin ich zum Mick gegangen und der Mick hat sich eine Switch geholt und da lag Donkey Kong Country Tropical Freeze. Und da habe ich gesagt, oh geil, kannst du mir mal ausleihen. Da sagt er, ey, ich habe kein Interesse an dem Spiel, für ein Zwanni gebe ich dir es. Und ich so, okay, alles klar, nehme ich mit. Scheiß drauf, ich konnte nicht widerstehen, gell? Und das war auch so der Tiefpunkt der Backlog-Challenge, wo ich mir gedacht habe, ey, scheiß drauf, ich gebe auf, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. Das war echt, das hat mich so frustriert mit Telltale. Ich war, hat mich angekotzt. Hat mich echt angekotzt, weil das Prinzip von der Backlog-Challenge hat mir sau viel Spaß gemacht. Und dann kommen die und ich krieg Panik und denk, scheiße, scheiße, scheiße. Und habe alles gekauft und ja, minus 20 Punkte dann durch Donkey Kong Country Tropical Freeze. Und dann habe ich mir gedacht, ich habe einen Plan. Ich kaufe eine Collection, eine Retro-Collection, die mich sehr interessiert, wo ein paar Spiele drauf sind, für die ich alle Punkte krieg. Und habe mir dann tatsächlich die Castlevania Anniversary Collection auf der Switch geholt für 11 oder 12 €. Und bin froh, dass ich es gemacht habe, weil es ist sehr geil. Es ist eine sehr, sehr geile Collection. Auf jeden Fall war das Rock Bottom mit minus 24 Punkten. Minus 24 Punkte. Das war das Tiefste, was ich bisher gefallen bin. Und dann habe ich mir gedacht, so, jetzt räum mal auf. Ich habe dann Days Gone in der Zwischenzeit durchgespielt. Da habe ich eine komplett eigene Review-Folge zugemacht. Könnt ihr euch anschauen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, auch wenn es sehr verbuggt war. Ich habe das sehr, sehr lang gespielt und deswegen gab es auch minus 4 Punkte und da war ich bei minus 20. Dann habe ich mich rangesetzt und habe Donkey Kong Country Tropical Freeze durchgespielt, was ich mir ja von Mick gekauft habe. Ist ein sehr cooles Spiel, aber es kommt einfach nicht an die Super Nintendo-Spiele ran. Was mich ein bisschen stört, ist, Donkey Kong, du hast keine Renntaste. Er rennt von alleine. Es ist irgendwie, ich weiß nicht. Es war ein sehr gutes Spiel, es ist ein sehr guter Plattformer, aber das ist so ein Kritikpunkt. Die Steuerung ist ein bisschen komisch, gefällt mir nicht so. Ich hänge halt echt an den Super Nintendo-Spielen und was auch noch war, die Bosse, die dauern ewig. Die dauern ewig um 3 Tage. Wo du in einem anderen Spiel einen Boss dreimal treffen musst, mussten hier 14 Mal treffen. Und dann hängst du so 10 Minuten an einem Bosskampf und es nervt einfach. Es ist nicht sonderlich extrem schwer oder sonst was, es nervt einfach. Ja. Aber ansonsten, es war ein sehr gutes Spiel. Ich bin jetzt aber nicht hingegangen und habe das Spiel auf 50, 60 Stunden gestreckt, um alle Secrets zu holen, weil das kannst du in dem Spiel. Das hat extrem viele Secrets. Ich habe es einfach nur durchgespielt und damit hat sich's, weil es war es mir persönlich nicht wert, noch weiter zu spielen. Es ist zwar gut, aber es ist nicht so toll, dass ich es unbedingt 100% muss oder so. Jo, dann waren wir bei minus 18 Punkten. Dann ging ich an die Castlevania Collection und habe durchgespielt Kid Dracula, Castlevania Bloodlines, Castlevania The Adventure, das ist das Gameboy-Spiel, Castlevania Belmont's Revenge, das ist das zweite Gameboy-Spiel, Castlevania 1 auf dem NES und Castlevania 2 Simon's Quest und bin dann auf minus 6 Punkte gerutscht dadurch, weil ich für jedes Spiel 2 Punkte gekriegt habe. Es war sehr geil. Ich kann mal kurz auf die einzelnen eingehen. Kid Dracula ist ja mehr so ein Spin-off-Spiel, was es jetzt erstmals die NES-Version in Englisch gibt und bei uns zu spielen gibt. War cool, war schwer. Das ist bei allen Castlevania-Spielen, die ich da gespielt habe, ich fand sie alle sehr schwer. Und zum Glück hast du bei der Switch-Version oder bei der Collection die Möglichkeit, zu speichern zwischendrin, Save States zu erstellen. Sonst hätte ich es nicht geschafft, diese Spiele durchzuspielen. Bin echt nicht gut in diesen Castlevania-Spielen. Die waren mir echt ein Stück zu hart. Und Kid Dracula, also ich gehe es nochmal ganz kurz durch. Kid Dracula war cool. Castlevania Bloodlines war richtig geil. Das Mega Drive-Spiel, das hat mir extrem gut gefallen. Du siehst, dass sie alles aus dem Mega Drive rausgeholt haben. War ich richtig begeistert von. Castlevania The Adventure ist grottisch. Ist richtig grottisch, das Gameboy-Spiel. Es steuert sich wie Scheiße. Du musst punktgenau irgendwo springen, um überhaupt die Sequenz zu schaffen und ohne Save States nie im Leben. Ich hätte es nie im Leben durchgekriegt. Niemals. Belmont's Revenge hingegen hat das Ganze ein bisschen besser gemacht und ist ein echt cooles, gediegenes Gameboy-Spiel. Castlevania 1 ja, ist halt Castlevania 1, ne? Kennen wahrscheinlich fast alle von euch. Ist cool. Ist ein echt cooles Spiel, aber es ist halt relativ schlecht gealtert. Du merkst, die Figuren sind sehr, sehr, sehr steif.
Aber war trotzdem cool. Castlevania 2 Simon's Quest habe ich mit einem Guide nebenher gespielt, weil das ist ja diese kryptische Scheiße. Und es war auch nicht so gut. Die Bosse waren langweilig und ja, war nicht so gut. War nicht so gut. Oh, ich werde angerufen. Moment. Da bin ich wieder. Ja, Simon's Quest war relativ zäh. Sagen wir es mal so. Aber gut, ich hab's durchgezogen. Was soll's? Das Geile war, ich hab's halt abends im Bett immer so gemütlich gespielt oder mal hier und hab nebenher einen Stream vom Kyle oder vom Senras laufen. War dann hier am Zocken. War ziemlich cool. Ich muss hier das Video aber kurz abbrechen. Weil ich weg muss. Muss die Frau abholen. Kein Problem. Und wir sehen uns gleich wieder. Da bin ich wieder. Frau ist abgeholt. Und ich weiß nicht mehr, wo ich war. Ah, genau, Castlevania. Bei der Castlevania Anniversary Collection fehlt mir jetzt noch Teil 3. Dann habe ich sie alle durch. Aber der Dreier ist wohl einer der schwersten. Und bisher hatte ich immer so. Mal gucken, mal gucken. Müssen wir mal schauen. Als nächstes hatte ich gestreamt am 2.8. Resident Evil Classic Rebirth, worüber ich mich saumäßig gefreut habe. Das ist, ich hatte ja schon mal Resident Evil 2 Classic Rebirth gespielt. Es ist quasi eine Mod, die das Spiel auf Windows 10 lauffähig macht, mit einigen Verbesserungen und so weiter. Saugeil. Ich habe mich echt drüber gefreut und ich denke, da das werde ich noch relativ oft spielen und freut mich echt riesig. Dann habe ich noch gespielt aus dem Xbox Game Pass Timespinner. Ist ein süßes kleines Metroidvania, das ein bisschen einen Super Nintendo-Stil hat. Und der Witz in dem Spiel ist, oder der Witz, ihr reist durch die Zeit. Ja, ihr habt, ich glaube, drei verschiedene Zeitzonen, die ihr besucht. Und es ist alles die Map, nur in den verschiedenen Zeitepochen, was ziemlich geil ist. Und ihr habt zwei Waffen, die ihr auswählt, die dann immer im Wechsel kommen. Also zwei Arten von Waffen, die ihr gleichzeitig ausrüstet. Oder ihr wählt zweimal die gleiche aus und habt dann zweimal Feuerkraft oder so. Es war echt cool, geht gar nicht so lang. Ich habe, glaube ich, 9 Stunden oder so gebraucht für beide Endings. Also ich habe zuerst tatsächlich das schlechte Ending, glaube ich, freigeschalten oder das gute und konnte dann gucken, wie es andere war. Also ich muss es nicht neu anfangen. Weiß nur nicht, ob das mit der Reihenfolge so korrekt war. Also wenn ihr merkt, ihr seid kurz vorm Schluss bei dem Spiel, lest vielleicht lieber mal nach, ob ihr irgendwas Spezielles machen müsst. Vielleicht hatte ich einfach nur Glück oder das Spiel ist so. Ich weiß es nicht. Da waren wir hier bei minus 2 Punkten. Ja? Und hier habe ich es geschafft. Am 6.8. habe ich Forza Horizon 3 Blizzard Mountain durchgespielt. Die Forza Horizon Spiele, ich liebe es, ich hau mir die drauf, logge ich mich hin, entspann mich und fahre gediegen rum und mache da meine Rennen und so. Das ist echt geil. Und die machen so viel guten Content für die Spiele. Ihr kriegt Forza Horizon 3 übrigens mittlerweile für einen Zehner oder so. Ist immer wieder mal im Angebot. Müsst ihr über einen Windows Store holen. Sehr, sehr geil. Neben Blizzard Mountain habe ich noch das Hot Wheels Pack 4 Tage später durchgespielt und bin damit auf plus 2 Punkte gerutscht. Und das Hot Wheels Pack ist auch saugeil. Ihr spielt halt auf Hot Wheels Maps mit Loopings und allem drum und dran. Es ist saugeil, es ist echt cool. Waren gediegene Spiele, ich habe da nicht lange für gebraucht. Ich glaube pro Spiel 5, 6 Stunden maximal. War aber cool, war echt gut. Als nächstes habe ich eine Woche später am 17.8. Road Redemption durchgespielt. Falls ihr noch Road Rage auf dem, ich glaube, das war ein Mega Drive Spiel, oder? Road Rage mit den Motorrädern, wo ihr fahrt und kloppt links und rechts die Rivalen runter. Das ist so ein Spiel im Roguelite-Format. Ihr kriegt immer mehr Punkte, könnt euch immer mehr Fähigkeiten holen und dann guckt ihr, dass ihr immer weiterkommt. War cool, war richtig cool. Hat mir echt Spaß gemacht und waren 4 Punkte. Passend dazu kam am 17.8. Iron Fury raus, was vorher Iron Maiden hieß. Ein Spiel, das auf der Build Engine basiert, also ähnlich wie Duke Nukem und Blood und Shadow Warrior. Und es ist so ein geiles Spiel. Es ist so hammergeil. Und ich habe es gekauft, war dann bei 0 Punkten und habe es dann innerhalb von einer Woche durchgespielt. Ja, ich habe fast nur noch Iron Fury gespielt. Saugeil. Es war so saugeil. War echt super. Ich kann es nur empfehlen. Ich will nicht zu viel spoilern, aber super. Und ich habe, ich glaube, auch so 10, 10, 11, 12 Stunden habe ich, glaube ich, gebraucht. Ich kann mal ganz, ganz kurz nachschauen.
Ein Fury, wo bist du dann? Wo bist du dann? 10,5 Stunden habe ich gebraucht. Ja. War cool. Also das Spiel, ich lieb's wie Sau und ich werde es definitiv auch noch ein zweites Mal durchspielen. Vielleicht auf einem höheren Schwierigkeitsgrad. Ich habe es auf normal gespielt und das war stellenweise schon knackig. Ich bin in den Build-Engine-Games auch nicht so fit, in Duke Nukem und sowas. Bin ich einfach nicht so gut wie zum Beispiel in Doom. Ja? Doom-Engine-Spiele liegen mir viel, viel besser. Aber ja, war auf jeden Fall sehr, sehr geil. Dann kam am 31.08. Final Fantasy VIII Remastered raus und ich muss zusammen. Ich hab's mir direkt geholt, hab's noch nicht durchgespielt, bin noch auf CD1 sogar, hab nur Triple Triad bisher gespielt, aber Remastered musste ich mir holen. Bin dann auf -2 Punkte wieder gerutscht, so eine Scheiße. Aber ich konnte nicht anders, ich konnte einfach nicht anders. Was ein bisschen schade ist, die haben ja die Figuren neu gemacht, an den Hintergründen haben sie gar nichts gemacht. Deswegen, wenn ihr Interesse dran habt, schaut euch mal vielleicht lieber die PC-Version an. Auch die alte Steam-Version kann viel besser aussehen wie das, was jetzt remastered ist. Und in der alten Version habt ihr auch noch die Chocobo World drin. Und die Booster, die es im Spiel gibt, gibt es auch in der Steam-Version. Könnt ihr ja nachschauen in dem riesigen Stream, den ich gemacht habe zu FF8. Da benutze ich ein paar Booster stellenweise. Ist alles drin. Am selben Tag. Ich konnte nicht widerstehen, für 8 € Elite Dangerous Commander Deluxe Edition geholt für die PS4, weil mich das Spiel schon immer saumäßig interessiert hat und für 8 € mit DLC und das Angebot wäre fast abgelaufen, glaube ich. Da habe ich gedacht, ey, komm, ich hol's. Und bin dann auf -6 Punkte gelandet. Was mich ein bisschen angekürzt hat. Ne? So, am selben Tag habe ich noch Bloodstained Ritual of the Night durchgespielt. Was ich ja vom Jack geschenkt bekommen habe. Vielen, vielen, vielen Dank, Jack. Das Spiel ist so geil. Und ich habe es ja teilweise gestreamt und habe dann irgendwann gesagt, Leute, ich will es für mich spielen, weil es so viel zu entdecken gibt und zu machen gibt. Und das wurde mir ein bisschen zu viel im Stream, sage ich ehrlich. Und dann habe ich mir gedacht, nee, komm, ich spiele es so. Ich spiele es so, habe den Speicherstand aufgehoben, den ich hatte. Und irgendwann kann ich ab dem Punkt nochmal weiter streamen. Wenn ihr Interesse dran habt, sagt mir Bescheid, soll ich es weiterspielen von dem Punkt aus. Ich mache es sehr gern für euch. Wenn aber gar kein Interesse besteht, dann brauche ich es auch nicht spielen und kann dafür irgendwas anderes streamen oder so. Ja, waren wir bei -2 Punkte. Dann habe ich Emily is Away durchgespielt. Hatte ich schon ewig im Steam-Konto. Ich glaube, es ist sogar kostenlos. Ich bin mir nicht sicher, ob es Emily is Away ist oder Depression Quest. Eins von beiden war kostenlos. Auf jeden Fall hatte ich das Spiel und habe es gespielt. Und es war nach einer halben Stunde war es schon fertig, leider. Das war sehr geil. Du schreibst halt mit einer alten Freundin, Emily, über einen Messenger wie ICQ und hast dann Entscheidungsmöglichkeiten, wie du weitermachst, wie du ihr schreibst und so weiter. Und das war echt cool gemacht. Da gibt es auch noch einen zweiten Teil, den will ich mir auch auf jeden Fall noch anschauen. Und ja, ist auf jeden Fall ein Blick wert. Wenn es Geld kostet, dann kostet es nicht viel, bezahlt auch nicht so viel, weil wie gesagt, nach einer Stunde seid ihr durch und wenn ihr dann durchrusht, könnt ihr in einer Viertelstunde noch das andere Ending sehen. Es gibt mehrere Endings. Ja, coole Sache. Als nächstes, Hitman 2 haben wir im Stream durchgespielt. Das war am 3. September. Und dann bin ich auf 2 Punkte gelandet. Also +2 Punkte mittlerweile. Ich werde irgendwo im Video, werde ich wahrscheinlich einen Counter laufen lassen mit den Punkten, dass man da ein bisschen hinterherkommt. Und dann am 8. September, oh, hatte ich ganz vergessen, Super Castlevania 4. Das wollte ich mir eigentlich aufheben für den Schluss, weil ich immer gedacht habe, Super Castlevania 4, das Beste kommt zum Schluss aus der Collection. Es ist ein super geiles Spiel, aber ich finde, Bloodlines war besser. Bloodlines hat mir echt besser gefallen und hätte ich nicht gedacht. Aber so war's. Und ja, also Super Castlevania 4 und Bloodlines, allein dafür ist die Collection das Geld wert, wenn ihr es für 11, 12 € kriegt. Sau, sau geil. Echt cool. Dann habe ich mir am 10.9. Blasphemous gekauft. Wow, es ist ein super geiles Spiel. Da fahre ich echt extrem drauf ab. Und ich stream's aktuell. Das ist so mein aktuelles Stream-Projekt, was jetzt aber auch wieder eine Woche, zwei, wo nichts kam, weil ich einfach nicht dazu gekommen bin. Hatte ich ja ganz am Anfang im Video erwähnt, war ein bisschen stressig und so und ja. Aber sehr geiles Spiel. Ich mag es sehr.
Dann haben wir am 15.09. habe ich mit der Frau A Plague Tale Innocence durchgespielt, was ich mir vom Andi ausgeliehen hatte. Und das ist auch sehr, sehr, sehr cool. Ich glaube, wir haben nicht so lange gebraucht, 15 Stunden, 20 maximal. Ist sehr linear, hat sehr viel Schleichsequenzen. Also wenn Schleichen nichts für euch ist, dann eher nicht. Und ihr spielt es im alten Frankreich. Die Inquisition ist hinter euch her. Ich will auf die Story gar nicht so weit eingehen. Und es gibt eine riesen Rattenplage. Und ihr müsst mit diesen Ratten Rätseln machen und so weiter. Es ist echt cool. Es ist ein Blick wert. Ich würde allerdings, ich weiß nicht, es kostet, glaube ich, 40 oder 50 Euro. Ich würde noch ein bisschen warten. Das kriegt ihr in einem Monat, zwei kriegt ihr das viel, viel günstiger. Und dann würde ich zuschlagen, auf jeden Fall. Dann wollte ich hingehen und wollte Elite Dangerous spielen. Und es lief nicht. Da habe ich gedacht, okay, was ist jetzt los? Ich habe das Spiel gestartet. Es startet. Bricht ab. Kaputt. Das habe ich zwei Tage lang gemacht. Ich sagte, fuck you, ich hole mir die PC-Version, weil die auch gerade im Angebot war. Und habe gesagt, ey, das kotzt mich so an, ich ziehe mir keine Punkte dafür ab. Dann habe ich ein schlechtes Gewissen gekriegt und habe die Punkte trotzdem abgezogen und wurde von plus zwei Punkten auf minus zwei Punkte runtergeworfen. Und Elite Dangerous habe ich jetzt 12, 13 Stunden die PC-Version gespielt. PS4-Version will ich auch noch weiterspielen. Es ist ein Space Truck Simulator. Ihr könnt machen, was ihr wollt, aber alles, was ihr macht, dauert Zeit. Und es ist eine Simulation. Es ist kein Action-Spiel. Ich meine, gut, ihr könnt schießen und könnt Action machen. Es ist ein Simulationsspiel und es ist saugeil gemacht. Aber wenn ihr das spielt, bringt Zeit mit. Ich würde keine Session unter 2 Stunden empfehlen. Und ihr braucht allein schon 4-5 Stunden, um euch mit dem Spiel komplett auseinanderzusetzen, wie sich es steuert, was ihr machen könnt. Ihr könnt ja alle möglichen Module im Schiff ändern und alles überarbeiten und alles ist wichtig. Und ich könnte ein 2-Stunden-Video nur darüber machen. Das ist total krank. Es ist total krank. Aber ist geil. Macht Spaß wie Sau. Und der Jack hat sich mal einen Stream gewünscht dazu, dass ich das mal vorstelle. Und irgendwann will ich das auch machen, wenn es die Zeit hergibt. Also Jack, nicht vergessen, ich will da gucken. Ich will gucken. So, und dann zum aktuellsten Spiel. Es sind ja mittlerweile Super Nintendo Spiele in den Switch Online Service gekommen. Ne? Also ihr könnt sie nur spielen, wenn ihr Switch Online habt, was ich ziemlich scheiße finde. Ich würde sie gern kaufen, aber es ist immerhin besser wie nix. Und da habe ich Yoshi's Island durchgespielt. Habe ich in einer Woche, eineinhalb, habe ich jeden Abend mal ein bisschen gespielt. Habe das noch nie durchgespielt gehabt, das Spiel. Und war echt cool. Und ihr habt da auch die Möglichkeit, zurückzuspulen in dem Emulator von Switch Online, was auch ziemlich cool ist. War ein gutes Spiel. War echt schön. Und das ist der aktuelle Stand auf 0 Punkte. Raus aus den Schulden. Ja. Okay. Tut mir leid, dass ich das so extrem durchgerusht habe, aber ich wusste jetzt nicht, wie ich es machen soll, ohne dass ich 3 Videos mache, die jeweils eine halbe Stunde gehen. Ich hoffe, ihr seid hinterhergekommen. Sorry, dass es so lange gedauert hat mit dem Update. Ich war echt frustriert und ab jetzt geht's vorwärts. Ne? Wir haben noch 2-3 Monate, die wir durchziehen. Red Dead Redemption 2 kommt nächsten Monat für PC. Das heißt, ich hole mir jetzt noch 4 Punkte. Hab aber aktuell genug Spiele. Ja, ist mir auch schwer gefallen mit der Backlog-Challenge, muss ich sagen, gerade im September jetzt. September, Oktober, es sind so viele Spiele rausgekommen, die mich brennend interessieren, die ich saugern spielen würde. Einige davon leihe ich mir halt aus, weil es nicht geht mit den Punkten. Und ja, also, ist schon hart, die Challenge stellenweise. Aber gut, ich habe auch viel zu viel. Weißt du, das ist die andere Seite. Dann hole ich mir 5 Spiele und komme nicht dazu, die 5 Spiele zu spielen. Von daher auch ganz vernünftig. Leute, ich halte euch nicht mehr länger auf. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.